Blaue Runde, der Brandenburg-Podcast, direkt aus dem Landtag. Und da sind wir schon wieder. Hier ist die nächste Ausgabe der Blauen Runde. Hier meldet sich aus dem Landtag Brandenburg der Podcast Ihrer AfD-Fraktion mit Detlef Friehe für Sie am Mikrofon. Schön, dass Sie uns auch heute gefunden haben, wo auch immer Sie uns hören. Wir freuen uns, dass Sie den Weg in die AfD-Fraktion gefunden haben. Und Sie hören es, wenn Sie Kopfhörer aufhaben, es ruschelt schon so ein bisschen im Hintergrund. Unser Gast ist schon zugeschaltet. Lars Hünig ist da, der Abgeordnete der AfD-Fraktion. Lars, ich grüße dich. Mein lieber Detlef, einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. Lars, du bist der Obmann der AfD-Fraktion im Untersuchungsausschuss Corona 2. Ist ein bisschen ein sperriger Titel, aber da verbirgt sich vieles hinter, vieles Interessantes hinter. Und eines kann man daraus schon ableiten, es ist bereits die zweite Auflage des Corona-Untersuchungsausschusses. Und ihr habt in dieser Woche einen absoluten Sitzungsmarathon. Ihr seid schon einmal zusammengetreten als Untersuchungsausschuss und ihr tut das nochmal in dieser Woche. Und dann ist... Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dann ist erstmal Schluss mit der Corona-Untersuchung? Genau, dann ist erstmal Schluss mit lustig, würde man sagen. Nein, also das ist jetzt am Freitag, also morgen ist die letzte Sitzung. Das hängt damit zusammen, dass wir uns geeinigt haben, dass wir den Untersuchungsausschuss nicht beenden, sondern nur einen Zwischenbericht schreiben, sodass wir in der nächsten Legislaturperiode, die ja neu gewählt wird im September, dass wir dann diesen Untersuchungsausschuss weiterführen können, weil einiges doch noch auf dem Weg geblieben ist, wo wir nicht ganz wirklich klar gekommen sind im Sinne von, da ist noch einiges zum Aufklären. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, wir beenden das nicht, sondern machen nur einen Zwischenbericht. Das ist nichts Schlimmes, hat aber den Nachteil, dass wir jetzt schon beenden, weil natürlich bis September oder besser gesagt bis Juni, wo die letzten Sitzungen im Landtag sind, einiges Verwaltungstechnisches gemacht werden muss. Und deswegen gibt es keine öffentliche Anhörung mehr. Genau. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Das ist ja durchaus noch ein überschaubarer Zeitraum bis zu den Wahlen. Warum hört ihr Anfang März auf, wenn Ende September gewählt wird? Du hast meine Frage schon so ein bisschen vorweg beantwortet. Es ist viel so an Bürokratie noch zu erledigen. Aber nimm uns mal ein bisschen an die Hand. Zeig uns mal, was in dieser Zeit zwischen März und September tatsächlich noch passiert. Muss im Untersuchungsausschuss. Ja, wobei das ist also März bis Juni, müssen wir sagen. Danach ist ja parlamentsfreie Zeit und dann ist auch in der Regel ja der Wahlkampf, da passieren in der Regel so gut wie keine Sitzungen mehr. Das heißt, wir haben rein sowieso nur bis Juni, sagen wir mal Anfang Juli Zeit. So, und da müssen einige Sachen geschrieben werden. Also der Untersuchungsausschuss selber mit der Mehrheit der Koalition muss einen Bericht schreiben. Einen Bericht, wie ist der Untersuchungsausschuss gelaufen, welche Erkenntnisse gibt es. In der Regel ist der ein paar Seiten lang. Also der letzte war, glaube ich, 1000 Seiten aus dem letzten Untersuchungsausschuss. Das wird nicht ganz so stark sein diesmal, aber doch einiges da sein. Das sind ja schon ein paar Seiten, als du eben sagtest, ein paar Seiten, dachte ich mir, na ja, da ist ja Politik mal überschaubar, die können das in ein paar Seiten zusammenfassen, aber wenn du dann ergänzt, es sind um die 1000, dann sind das ja schon ein paar ordentliche Seiten. Ja, es sind ein paar ordentliche Seiten, weil wird ja alles aufgeschrieben, was ich ja grundsätzlich gut finde. Man kann das, es ist halt ein Verwaltungsdeutsch, das ist immer schwierig, aber es ist zumindest öffentlich einlesbar. Das ist zumindest ja ein Vorteil, es fehlen meiner Ansicht nach die Akten, aber die werden sowieso nicht veröffentlicht jetzt, weil wir ja nicht fertig sind. Aber wir hätten, nachdem der Untersuchungsausschuss quasi Zeit hat, diese Seiten, diesen Abschluss- oder Zwischenbericht zu schreiben, haben wir danach, wenn wir den gelesen haben, dann haben wir die Zeit, ein sogenanntes Sondervotum zu schreiben. Und da sieht man jetzt, das heißt, zuerst muss ja die letzte Sitzung sein, die letzte öffentliche, weil da unter Umständen gibt es da neue Erkenntnisse, unter Umständen gibt es da neue Sachen, die mit reingeschrieben werden müssen. Und dann, wenn die also nach 4 Wochen, und dann sind wir schon im April, quasi den Zwischenbericht fertig haben, dann können wir ein Sondervotum abgeben, dann sind wir schon im Mai und dann muss es im Juni erstmal sowieso in das Parlament eingebracht werden. Und das ist halt die letzte Situation. Also wir sehen, es ist nicht wirklich viel Zeit, wenn man es ganz genau nimmt, weil die Erkenntnisse zusammengetragen werden müssen. Es müssen noch die letzten Wortprotokolle geschrieben werden, die letzten Wortprotokolle von der Sitzung am Montag und von
von morgen, die werden Minimum 4 Wochen brauchen und erst dann kann das richtig losgehen. Ne? Das ist das ganze Problem, woran es hapert. Ich hätte auch noch länger getagt, hätte auch gesagt, lass uns lieber bis Juni machen. Dann hätten wir aber es nicht mehr in das Parlament einbringen können. Und rein verwaltungsakttechnisch muss es im Parlament eingebracht werden. Dann haben wir einen Zwischenbericht, damit wir nächste Legislatur weitermachen können. Ne? Jetzt erkläre den Hörern bitte nochmal das Sondervotum. So wie ich das jetzt verstanden habe, die Regierungskoalition schreibt einen Bericht und ihr als Opposition schreibt mit einem Sondervotum mehr oder weniger euren eigenen Bericht oder legt eure eigene Sichtweise der Dinge dar. Worin unterscheiden sich Bericht und Sondervotum? Naja, der Optimalfall wäre ja, es gibt einen Bericht und alle sagen, der Bericht ist richtig. Alles, was sie da geschrieben haben, ist absolut richtig. Mhm. Und jetzt gehen wir mal in den letzten Untersuchungsausschuss. Da hat der Bericht des Untersuchungsausschusses gesagt, also ist es alles super gelaufen von der Regierung. Die Regierung hat keine Fehler gemacht. Alles war ganz toll. Man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die Opposition ist doof. So. Und natürlich kann man das nicht stehen lassen. Und deswegen gibt es in so einem Untersuchungsausschuss ein sogenanntes Minderheitenrecht. Das sind ja wir. Wir haben eine Minderheit da. Und wir dürfen ein Sondervotum machen. Das dürfen übrigens auch die Freien Wähler und auch die Linken, die ja auch ein Minderheitenrecht haben, weil sie in der Opposition sind. Mhm. Und dann können wir quasi ein sogenanntes Sondervotum schreiben, wo unsere Sichtweise dargestellt wird. Und das ist immer mit veröffentlicht. Also mit dem Bericht sind immer die Sondervoten mit veröffentlicht. Das hat den Vorteil, dass, ich sag mal, in 30, 40, 50 Jahren oder vielleicht in 5 Jahren, wenn man mal die Akten braucht, weil man eine wirkliche Aufklärung macht, dann kann man eben sehen, warum haben wir das so gemacht, welche Fehler sind aus unserer Sicht passiert während des Untersuchungsausschusses und. Ne? Also 1000 Seiten Bericht, dazu Sondervoten von denjenigen, die in der Minderheit sind, also den Oppositionsparteien. Das ist ja dann ein sehr ordentliches Paket, 3, 4 Telefonbücher. Frech gefragt, Lars Hönig, wer liest es? Naja, also interessierte Bürger lesen es, Rechtsanwälte lesen es, die Interesse haben an dieser Aufklärung. So, und, also zum Beispiel, wenn jetzt noch Prozesse aktuell laufen, dann kann das, was in dem Sondervotum und in dem Bericht drin steht, kann das für ein laufendes Gerichtsverfahren zum Beispiel eine wichtige, wertvolle Unterfütterung sein. Genau, so ist absolut richtig. Wir hatten ja zum Beispiel, nur als Beispiel, wir hatten ja Frau Keller-Stanislawski vom PAI, die erklärt hat, dass sie nicht jedem Fall... Also alle, die schon mal einen Corona-Podcast mit uns gehört haben, wissen, was das PAI ist. Alle, die heute zum ersten Mal zuhören, lassen sich das von Lars Hönig nochmal erklären. Das ist das Paul-Ehrlich-Institut. Das sind quasi die für die Sicherheit und für die ganzen Arzneimittel und Impfungen zuständig sind. Und die Dame, die für die Sicherheit dieser Impfungen zuständig ist oder war, das ist Frau Keller-Stanislawski, die war bei uns im Untersuchungsausschuss. Und die hat ausgesagt, dass man aufgrund der Vielzahl der Fälle, die es gab von Nebenwirkungsverdachtsmeldungen und Todesverdachtsmeldungen aufgrund der Impfung, konnte man überhaupt nicht jedem Fall nachgehen. Ganz im Gegenteil, es ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Und man konnte überhaupt nicht nachgehen. In einem Prozess, in einem Soldatenprozess, hat aber ein Mitarbeiter des PAI, des Paul-Ehrlich-Instituts, ausgesagt, man hat jeden einzelnen Fall sorgfältig nachrecherchiert. Und hier ist also ein Problem. Das könnte unter Umständen relevant für einige Prozesse sein. Genau. Und das ist das, was du sagst. Diese Sondervoten könnten auch für Prozesse wichtig sein. Auch Herr Wieler hat immer gesagt, sie haben die Regierung nur beraten. Und alles, was da gemacht wurde, ist von der Politik gemacht worden. Das heißt, wir reden darüber, dass die Pandemie eine politische Pandemie ist. Und auch das ist wichtig, weil in allen Prozessen wird immer gesagt, das, was das RKI sagt und das, was das PAI sagt, hat Vorrang und stimmt immer zu 100%. Das konnten wir nicht feststellen, dass das so ist. Ja? Was habt ihr denn noch feststellen können? Was sind denn so die Glanzlichter, auch wenn es jetzt vom Ausdruck nicht ganz besonders passt, für diese zweite Auflage des Corona-Untersuchungsausschusses? Was habt ihr aufgedeckt und welche Fragen sind, vielleicht können wir das gleich anschließen, welche Fragen sind so relevant und noch offen, dass es eine Verlängerung in der nächsten Legislaturperiode geben muss? Das Bemerkenswerte ist,
Wir haben erfahren, dass ab Januar 2020, und wir wissen, die Pandemie ging ja so richtig los erst ab März 2020, aber seit Januar 2020 ist ein General der Bundeswehr der Chef des RKI, was also relativ unbemerkt geblieben war, was keiner wusste. Mhm. Das ist der Generalstabsarzt Holtherm. Das ist quasi derjenige, der Herrn Wieler als Untergebenen hat, der ihm auch sagen konnte, was er zu tun und zu lassen hat, was Herr Wieler so im Untersuchungsausschuss auch bestätigt hat. Wieler war gar nicht der Chef, aber der ist ja immer als solcher aufgetreten. Das stimmt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, ich habe auch immer gedacht, Herr Wieler ist der Chef, bis wir erfahren haben, dass es Generalstabsarzt Holtherm ist. Und der ist seit Januar 2020. Wenn man dann dazu kommt, in diese Impfzentren hineinschaut, und in diesen Impfzentren, jeder, der sich impfen lassen war, wird das wissen, zumindest in Brandenburg, ist man begleitet worden in der Regel von uniformierten Soldaten, aber vielfach auch von Zivilisten, wo man gar nicht gewusst hat, dass die Zivilisten, die einen begleiten bis zur Impfung, die haben in der Regel Fragen gestellt, hatten in der Regel ein Klemmbrett oder wie auch immer, um gewisse sogenannte analoge Akten, also die fragen einen und dann schreiben die das auf den Zettel, also wie alt man ist, was hat man für Vorerkrankungen, welchen Hausarzt man hat, also alle Fragen, die dazugehören. Und das waren in der Regel Bundeswehrsoldaten. Und wenn man jetzt noch weiß, dass diese Akten weg sind, dass kein Mensch weiß, wo diese Akten sind, weder der... Wie weg sind? Naja, die Problematik, also weg ist immer schwierig, wir wissen nicht, wo sie sind. Die Situation ist, der Manager eines Impfzentrums, und jetzt reden wir nicht darüber, ein Impfzentrum ist irgendwie so eine Büroeinheit von zwei Leuten, sondern wir reden darüber, dass da unter Umständen 10, 15, 20, 25 Ärzte geimpft haben. Also da ist ein riesiger Massendurchfluss an Menschen gewesen, ein riesiger Umsatz an Geld, wenn man weiß, dass ein Arzt, nur der Arzt alleine, für die Arbeit im Impfzentrum für eine Stunde 270 Euro bekommen hat. Lohnt sich. Das lohnt sich, genau. Da sind manche nach Hause gegangen mit über 2000 Euro am Tag Verdienst. Das kann man mal so, da kann man mal eine Woche leben wie ein Mensch. Die Situation ist aber trotzdem, dass diese Impfzentrumsmanager, das ist so im Untersuchungsausschuss gesagt worden, was ich jetzt erzähle, das denke ich mir nicht aus, auf die Frage, wo man denn die Akten hingebracht hat. Wir sind davon ausgegangen, das hat die KVBB bekommen oder das Gesundheitsministerium, ne, so. Und da hat man gefragt, wo sind denn die Akten, die analog oder digital gemacht wurden? Wo sind die hingegangen? Haben die gesagt, das wissen wir nicht. Da ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen doch wissen, wo die Akten hingegangen sind. Mhm. Daraufhin hat man mir gesagt, alle beide, die haben ernsthaft gesagt, naja, wir haben jemanden angerufen, der hat dann gesagt, ja, wir holen die Akten heute Abend 21 oder 22 Uhr ab, und dann kam ein weißer LKW oder Transporter und hat das abgeholt. Sie müssen dann wissen, wen Sie angerufen haben. Nee, da hatte ich eine Telefonnummer, die habe ich angerufen. Ich sage, nehmen Sie es mir nicht übel, aber das klingt eher nach Drogenhandel, anstatt nach Akten abholen. Also, und das ist bis heute nicht geklärt. Weder die Gesundheitsministerin noch die KVBB, niemand weiß, wo diese Akten sind. Morgen ist Herr Woidke da, ich werde ihn fragen. Mal gucken. Das wird hochinteressant. Das Ganze klingt ja inzwischen schon so ein bisschen nach einem Spionagedrama. Da ruft man eine Nummer an, im dritten Kellergeschoss des Weißen Hauses klingelt ein Telefon, dann kommt ein weißer LKW und sammelt die Akten ein. Lars Hünig, ich gebe jetzt mal den Verschwörungstheoretiker. Der Chef des Robert-Koch-Institutes, ein hochrangiger Militär. Die Mitarbeiter, die auch in Zivil in den Impfzentren unterwegs waren, in den meisten Fällen Bundeswehrsoldaten oder zumindest Bundeswehrangestellte. Corona, eine komplett militärische Aktion? Keine Ahnung, das steht im Raum. Also das ist ja genau das, was ich auch, ich habe überhaupt gar kein Problem eigentlich, wenn die Bundeswehr das macht, weil die Bundeswehr ist ja da, und ehe sie in den Krieg gehen, sollen sie das lieber machen, zivile Aufgaben, und zwar mithelfen. Das ist in Ordnung, das macht man bei jeder Katastrophe, helfen die ja auch im Oderhochwasser und. Wenn aber im Nachhinein sich herausstellt, dass die Akten, die sie quasi gemacht haben, die sie also erstellt haben, das ist absurd, ja. Also ich will das gar nicht weiterspinnen, weil das nicht meine Aufgabe ist zum Weiterspinnen. Aber es ist schon auffällig, dass irgendwie was merkwürdig ist, wenn niemand weiß, wo die Akten sind. Wie gesagt, weder die Gesundheitsministerin noch der Mann von der KVBB, das ist die Krankenkassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg.
Das sind die, die eigentlich von diesen Akten wissen müssten. Ja, dann ist das schon sehr auffällig und sehr komisch, das stimmt. Also wie gesagt, wir sind gespannt. Das ist eigentlich ein Riesenskandal, es interessiert noch keinen. Bleibt ihr da dran? Also ist das eines der Themen, das ihr dann auch in der dritten Auflage dieses Untersuchungsausschusses nochmal anpacken werdet? Oder habt ihr euch da ganz andere Sachen noch vorgenommen? Naja, das sind noch viel, also es sind dann die Polizeigewaltgeschichten noch im Raum. Wir haben jetzt die 4 Polizeidirektoren gehört, das war hochinteressant, zumal wir ja immer gehört haben, die Querdenker und die Corona-Leugner und die Corona-Demonstranten sind alles Rechtsradikale, alle unterwandert von Rechtsextremen und nicht ein Polizist konnte das bestätigen. Ganz im Gegenteil, alle Polizisten haben immer gesagt, nein, das können wir nicht bestätigen. Es ist alles immer unpolitisch gewesen und wenn, sind dann von allen politischen Spektren Leuten da gewesen und es war im absolut überwiegenden Fall immer friedlich. So, also das deckt sich überhaupt nicht mit den Aussagen des Verfassungsschutzmenschen, Herrn Müller, der in Brandenburg ja der Verfassungsschutzchef ist. Also auch mit dem Haltenwang hat sich das nicht gedeckt. Das ist schon auffällig, weil das in dieser Klarheit, wie alle Polizisten das gesagt haben, eben nie gesagt worden. Nichtsdestotrotz erinnern wir uns aber an 2021, das letzte Quartal, und 2022, das erste Quartal. Da gab es schon Auffälligkeiten von der Polizeiseite aus. Die müssen noch aufgeklärt werden. Das haben wir nicht geschafft, weil der Polizeidirektor der Polizeidirektion West oder Ost oder Nord, das sind ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur die Polizeidirektoren, die sagen, dass die Befehle, die Lageeinschätzung und dergleichen, dass das immer vor Ort gemacht wird und das macht immer derjenige, der dann Einsatzleiter ist. Und das heißt, wir müssen also aus den Problemdemonstrationen müssen wir mal schauen, dass wir die Polizeieinsatzleiter hören. Also das wird noch spannend. Was wir gar nicht fragen durften, waren die internen Polizeigeschichten. Also das Thema ist ja, ein Beamter hat in Deutschland nicht nur das Recht, sondern hat die Pflicht einer Remonstration. Eine Remonstration ist, dass ich sagen kann, ich kann zu meinem Vorgesetzten gehen und kann sagen, das, was Sie jetzt machen, ist rechtlich komplett falsch. Das ist nicht gedeckt von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das ist nicht gedeckt vom Polizeigesetz, das ist nicht gedeckt vom Grundgesetz, bla bla. Ohne dass der Mann eine Strafe zu erwarten hat, sondern das ist mal eingeführt worden aus den Erkenntnissen aus dem faschistischen Regime, aber auch aus dem sozialistischen Regime der DDR, dass man gesagt hat, okay, man möchte nicht, dass die Polizei so staatsnah ist, dass sie alles hinnimmt. Und da hat man uns gesagt, nein, Remonstrationen gab es nie. Da haben wir zum Beispiel den Fall in Polizeidirektion Süd, das ist also alles, was Brandenburg Süd ist. Der hat gesagt, es gab keine Remonstrationen und 3 Tage später kriegte ich einen Anruf. Da hat man mir gesagt, eine führende Persönlichkeit, die gesagt hat, ich habe remonstriert. Also da scheint eine Falschaussage, aber das müssen wir erstmal prüfen. Da will ich auch nicht groß drüber weiter reden, aber das sind so Fälle, die scheinen noch sehr wichtig zu sein, also auch die internen Geschichten. Wir haben immer noch das Problem, dass wir zwischen der Regierung und dem Paul-Ehrlich-Institut andere Zahlen haben. Das heißt, die Regierung spricht davon, wir haben in ganz Brandenburg 168 Verdachtsmeldungen auf schwere Impfnebenwirkungen. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte uns gesagt, wir haben 5.860. Das ist dann schon ein Unterschied wie Tag und Nacht und auch eine ganz andere Hausnummer. Und das lässt eben auch die Impfung in einem ganz anderem Licht spielen. Ne? Wenn man dann weiß, dass dem nicht nachgegangen wird, wenn man dann weiß, dass viele Sachen überhaupt nicht gemeldet werden und auch von den Ärzten nicht anerkannt werden, dann ist die Dunkelziffer anscheinend höher. Das muss also aufgeklärt werden. Und da geht es gar nicht darum, ob wir morgen jemanden ins Gefängnis stecken. Die denken immer alle, dass wir das machen, damit wir morgen alle ins Gefängnis stecken und denen sagen können, dass sie doof sind, sondern im ehrlichen Sinne machen wir das, weil ich sage, das darf so, wie es gewesen ist, nicht mehr passieren. Aber wir können doch nur aus den Fehlern lernen, wenn wir die Fehler auch wirklich benennen. Und das ist das eigentliche Thema. Ne? Aber wie gesagt, wir haben noch viel mehr aufgeklärt. Das war also ein sehr, sehr spannender Ausschuss. Die letzte Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses 2 im Brandenburger Landtag steht an. Wir reden in dieser blauen Runde mit dem Obmann der AfD-Fraktion, mit dem Abgeordneten Lars Hünig. Lars, nun habt ihr euch für die letzte Sitzung als Zeugen geladen. SPD-Ministerpräsident Woidke, habt ihr euch den bewusst zum Schluss aufgehoben oder waren das jetzt so Termingründe, die damit reingespielt haben, dass der vorher vielleicht gar nicht konnte?
Nee, nee, also wir haben ihn schon bewusst zum Schluss genommen, wobei was ärgerlich ist, weil direkt nach ihm kommt jetzt nochmal der aus dem Gesundheitsministerium, der für die AG Infektionsschutz, also Arbeitsgruppe Infektionsschutz zuständig ist. Das soll wohl angeblich eine der führenden Arbeitsgruppen gewesen sein. Aber ja, grundsätzlich haben wir Woidke zum Schluss geholt. Natürlich logisch, das ist der Chef. Also in einem Unternehmen, wenn man mal jetzt ein Unternehmen denkt, hat man ja einen Chef. Und dann geht man ja davon aus, dass der Chef derjenige ist, der über alles informiert ist. In der Politik scheint das anders zu sein. Da haben die Chefs immer die wenigsten Ahnungen. Und deswegen haben wir ihn trotzdem geholt. Immerhin ist er ja bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen dabei gewesen. Und jetzt wird die Frage sein, inwieweit war er informiert? Inwieweit kann er uns was sagen? Er hat zum Beispiel gelogen. Das ist auch verbrieft. Wir haben ja im ersten Untersuchungsausschuss, habe ich ihn angezeigt, wegen einer Falschaussage. Da hat er auf die Frage, wie der erste Lockdown entstanden ist, gesagt, es waren die Bilder von Bergamo entscheidend. Und später hat er sich herausgestellt, dass nicht die Bilder von Bergamo entscheidend waren, sondern die Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 12.03., wo man auch entschieden hat, dass die Schule geschlossen wird, an der er daran teilgenommen hat. Und damit hat er etwas weggelassen und er wird vorher immer belehrt, dass wenn er etwas weglässt, auch das eine Falschaussage ist. Und das werden wir ihn fragen. Ich werde ihn natürlich fragen, seit wann er wusste, dass die Impfung ja nicht Fremdschutz bietet. Das ist nämlich so ein Thema, was uns die ganze Zeit bewegt. Sämtliche 2G- und 3G-Regeln beruhen auf der Annahme, dass man mit der Impfung einen Fremdschutz hat. Und diesen Fremdschutz gibt es nicht. Das wissen wir seit September 2022, weil da ja die stellvertretende Pfizer-Chefin erklärt hat, das war nie Gegenstand des Auftrages. Der Fremdschutz, nochmal ganz kurz erklärt, Lars, heißt, ich bin geimpft und kann dann, so war die Erzählung damals, kann dann niemanden mehr anstecken. Genau. Und also das war schlichtweg falsch, das war geschwindelt, gelogen. Ja, also bewusst gelogen oder war's, was habt ihr da ermitteln können oder war das einfach nur ein Missverständnis? Naja, ein Missverständnis war es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, dass die Politiker daran glauben oder das wirklich glauben, was sie da erzählen, das ist das viel schlimmere Problem, was ich habe. Aber irgendeiner, und das ist die Frage, die wir klären wollen, irgendeiner muss ja dieses Narrativ gesetzt haben. Irgendeiner muss ja gesagt haben, also diese Impfung schützt dich vor einer Ansteckung und schützt damit auch davor, dass du es weitergibst. Und das ist einfach schlichtweg falsch, weil auch die EMA, das ist die Europäische Arzneimittelbehörde, die quasi die Oberbehörde dafür ist, im Sinne von, ist diese Impfung zulässig und ist das alles so richtig, sind die alle Qualitätsstandards gemacht und. Die hat in einem Schreiben erklärt 2023, dass das niemals Bestandteil war der Impfung, dass sie einen Fremdschutz bietet. Und das würde bedeuten, dass alle 2G- und 3G-Regeln, die erlassen wurden, verfassungswidrig sind. Da will natürlich keiner ran und das gibt natürlich auch keiner zu, das darf man auch nicht vergessen, weil dann würden sie ja zugeben, dass das alles falsch war, was sie gemacht haben. Das ist aber ein Problem, weil sie uns ja immer verkaufen, die Impfung hat 20 Millionen Menschenleben gerettet, aber sie können es eben nicht belegen. Genauso können sie auch nicht belegen, dass die Maske hilft, ne? Also wir hatten das Thema ja Maske mal und auch das ist ja so ein Problem. Nur als Beispiel, das kann jeder zu Hause mal probieren, da kann sich so eine FP2-Maske aufsetzen. Und wenn dann der Partner zu Hause pupst und man den Pups riecht, hat die Maske versagt. Also nur das ist, ja, das klingt etwas witzig, ist aber etwas sehr Ernstes, weil wir haben ja immer, oder die haben uns ja erzählt, dass... Ja, aber das war ja jedem logisch denkenden Menschen war das ja klar, dass dieser Lappen, den man da getragen hat, dass der keinerlei wirkliche Wirkung hat. Und ja, das stimmt. Aber dass Experten sagen, also wenn dann eine FFP4-Maske, die könnte eventuell dazu beitragen, aber diese locker sitzenden Lappen, aber viele Leute haben es trotzdem geglaubt, leider Gottes, ne? Ja, es haben viele Leute geglaubt und viel schlimmer ist, sie haben es den Leuten erzählt übers Fernsehen und über die Politik und über jede Zeitung und das ist ja diese sogenannte Gleichschaltung dieser Presse. Und da muss man leider Gottes sagen, ich weiß, das klingt witzig mit dem Pupsen, aber das alleine mit diesem Test zeigt man, dass es viel schlimmer ist, als man gedacht hat, sondern das ist eben ein Betrug. Ne? So, und wenn man dann weiß, und das habe ich mir erklären lassen, dass also diese Partikel, damit man das riechen kann, sind größer als die Viren. Ne? So, wenn also so eine Maske sowas durchlässt, wie den Geruch, dann lässt es Viren auf jeden Fall durch.
Also, wie gesagt, etwas schwierig, dieses ganze Thema, aber hochspannend. Und da gibt es eine ganze Menge aufzuklären. Nochmal, ich bin der Meinung, wir sind auch nur der Anfang von irgendwelchen Aufklärungen. Auch wenn jetzt ganz viele so erzählen, es soll eine Aufklärung geben. Bisher gibt es noch keine vernünftigen Anzeichen, dass irgendjemand ernsthaft etwas aufklären will. Wir haben es gemacht, wir sind dabei und ich hoffe, dass es irgendwann auf Europaebene und auf Bundesebene einen Untersuchungsausschuss gibt, wobei die Europaebene für mich entscheidender ist, weil da ist, also wenn wir uns überlegen, was Frau von der Leyen, glaube ich, an Geldern ausgegeben hat für die Impfung und will mal gucken, wie viele Prozente sie da bekommen hat dafür, das ist eben schon schwere Korruption, also eventuell, ne, so, und das muss man meiner Ansicht nach prüfen. Da kann man die EMA prüfen und dergleichen. Das bringt mich aber dazu, am 9. Juli ist Europawahl, also deswegen zur Europawahl gehen. Ne? Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke AfD im EU-Parlament könnte dazu beitragen. Es gibt ja tatsächlich in dieser Sache Pfizer-Milliardendeals. Es gibt ja auch erste Strafanzeigen, die inzwischen von der EU-Polizei oder der Parlamentspolizei dort verfolgt werden, habe ich gerade vor gar nicht langer Zeit gelesen. Also Frau von der Leyen steht da schon ein bisschen unter Druck und die AfD kann den Druck da aufrechterhalten oder noch erhöhen im Europäischen Parlament. Und ihr werdet im Brandenburger Landtag den Druck auf die jetzt noch regierende etablierte Politik weiter aufrechterhalten. Wie auch immer sich das dann ab dem 22. September nach den Landtagswahlen hier in Brandenburg gestaltet. Es wird weiter untersucht. Die Verantwortung liegt für diese gesamte Corona-Hysterie bei denen, die es angezettelt haben, nämlich denen, die damals regiert haben. Und da lasst ihr, du hast es eben selber gesagt, Lars Hünig, da lasst ihr nicht locker. Wir müssen den Leuten bloß noch eines mit auf den Weg geben. Wenn sie die komplette Corona-Aufklärung wollen, dann müssen sie natürlich auch dafür sorgen, dass die AfD-Fraktion im nächsten Brandenburger Landtag dann ab September dieses Jahres eine sehr starke ist. Und wie Sie das machen, da kommen Sie ganz alleine drauf, nehmen Sie einen Zettel und tun Sie das Richtige in der Wahlkabine. Lars. Absolut, das ist das Entscheidende. Wir können nur deshalb aufklären, weil wir diesmal so stark sind, dass wir einen Untersuchungsausschuss aus eigenen Kräften einrichten können. Es hätten alle anderen Oppositionsparteien nie im Leben mitgemacht. Ja. Und deswegen, auch deswegen ist Ihre Stimme im September so wichtig und schon davor, Sie haben es eben gerade gehört, bei den EU- und den Kommunalwahlen, wählen Sie mit allen Stimmen die Partei, der Sie Ihr Vertrauen schenken und hören Sie auch in 2 bis 3 Tagen wieder die nächste blaue Runde, den Podcast der AfD-Fraktion aus dem Brandenburger Landtag. Ich bin Detlef Rier, unser Gast heute war Lars Hünig, Obmann der AfD-Fraktion im Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 2 und wir gucken mal in die Glaskugel, du wirst auch der Obmann im Corona-Untersuchungsausschuss 3. Ja, also ich muss erstmal gewählt werden. Ich habe noch nicht mal einen Direktwahlkreis und die Listenaufstellung ist auch noch nicht passiert. Aber ich sage mal so, ich würde mich zur Wahl stellen und jetzt müssen wir mal gucken, ob das irgendwie funktioniert und dann sehr, sehr gerne, ja. Und das war diese blaue Runde mit etwas Zukunftsaussichten und dem Zurückblicken auf das, was schon aufgeklärt worden ist in den zurückliegenden Corona-Untersuchungsausschüssen. Lars, danke schön, dass du uns über dieses Thema immer wieder informiert hast. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden dann, wenn euer Sondervotum vorliegt, wenn der Bericht der Regierung vorliegt, wenn dann der Ausschuss tatsächlich zu seinem kompletten Ende kommt, werden wir uns hier in der blauen Runde nochmal drüber unterhalten. Ich habe zu danken, dass du immer wieder fragst. Und ich komme natürlich immer sehr gerne, weil es ja wichtig ist, die Leute wollen was wissen und wir können über etwas berichten, was einmalig ist in ganz Deutschland. Das, abgesehen davon, dass das auch die ganze Pandemie einmalig war. Es ist wahnsinnig interessant und wir sind zumindest, wie gesagt, ein Anfang der Aufklärung. Und danke, dass du mit dabei bist. Und damit sagen wir beide aus dem Brandenburger Landtag herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören. Tschüss. Die blaue Runde, der Brandenburg-Podcast direkt aus dem Landtag.